Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, auf YouTube hier bei The Secret of Monkey Island. Und die liebe Missy ist im Chat übrigens auch wieder da. War schön, war schon 11.30 Uhr wieder zu Hause heute. Okay, du hast mir immer noch nicht gesagt, was du jetzt machst. Bitte sagen Sie mir, was Sie jetzt machen. Oder hast du es mir im Discord geschrieben? Kann auch sein. Habe ich dann noch nicht gesehen, liebe, liebe, liebe Missy. Okay, wir sind hier im Affenkopf angekommen beim letzten Mal und wollen jetzt mal gucken, was wir hier machen können. I had a feeling that in hell there would be mushrooms. Meinst du? Aber Pilze sind doch lecker. Pilze, ich mag Pilze. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur LeChuck noch finden, ne? Hier einfach nur durchlaufen, offensichtlich. Okay. Da ist noch eine Höhle. Und hier unten auch hin. Gehe zu Pilz. Ah, hier kann ich die Pilze untersuchen. Bitte nicht dran lecken, Guybrush. Das wäre sehr gut. Ugh, I hate mushrooms. Ich nicht. Nimm den mit. Yeah, I'd rather not touch it. Doch, bitte. Du willst ihn anfassen. Yeah, I'd rather not touch it. Ich muss momentan noch vieles lernen. Das meiste macht der Chef. Der muss aber gegen 11 Uhr mal los in den Außendienst. Wäre sinnlos, mich da sitzen zu lassen. Das ändert sich demnächst, wenn ich das alles drauf habe. Arbeite als Assistenz der Geschäftsführung in einem Kundenberatungsunternehmen. Sprich Vertrieb. Aha, interessant. Das hört sich auf jeden Fall wie etwas an, was du sonst noch isst. Das ist ein Herz? Was du sonst noch nie gemacht hast. Na, solange es dir Spaß macht, sage ich mal so, ne? Ist doch alles fein. Ja, wird sich zeigen mit der Zeit. I'd rather not touch it. Warum denn nicht? Gross. Eklig. Findest du? Finde ich nicht. Das da finde ich eklig. Yuck. Ja. Kannst du das mitnehmen? Yeah, I'd rather not touch it. Okay. Bin ich hier irgendwo weiter? Hier geht's dann nicht mehr weiter. Alles klar. Ich muss hier wahrscheinlich mit dem Sprengpulver irgendwas machen. Hauptaufgaben Bewerber und Personalmanagement. Ja, aber dafür gibt es auch keinen direkten Beruf. Sprich, jeder mit Erfahrung in Büroorganisation kann sich das alles dort anlernen. Das ist doch wundervoll. Das ist doch wundervoll. Oh, das nervt echt. Ich langsam kriege ich hier die Krise mit dem. Geh doch bitte dahin. Danke. War das eben schon da? Das ist ja widerlich. Das irgendwie verändert sich hier die ganze Zeit alles. Das ist ja ekelig. Creepy. Ja, creepy. Gehen wir da hin. Jetzt sind auf einmal zwei Augen da. Lol, ich kann hier nicht mehr weg. Okay, jetzt ist es wieder das Herz. Alter. Voll gut. Ja, also ich weiß ja nicht. Kann ich kurz mal was testen? Keine Sorge, nur im Chat einen Command probieren. Ja. Tu das. Wie geht's? Ich will dahin. I can't reach it. I can't reach it. Was? Ankündigung? Mhm. Okay. Yeah, I'd rather not touch it. Warum denn nicht? Du musst es töten, bevor es Eier legt. Oder so. Wie komme ich denn hier weiter?
So. I can't reach it. Kann ich... I'd rather not touch it. Hast du ein Problem mit Eiern, Lilly? Eiershaming. Nein, nein, Türchen. Ich habe Probleme mit riesigen Augäpfeln. Ich habe Probleme mit riesigen Augäpfeln. Was? Wie soll ich hier weiterkommen? Oh Mann! Langsam regt mich das auf. Ich kann das aber auch nicht ändern. Moment. Oh, mich nervt das gerade ein bisschen. Ich hab doch Vollbild. Geht doch nur aus oder ein. Geht doch nichts anderes. Ich möchte nicht immer raustappen. Das nervt mich, Spiel. Bitte hör auf damit. Bitte lassen Sie das. Wartet mal, wenn ich hier unten lang gehe. Mal da lang. Okay, so. Wenn ich jetzt hier unten auch wieder zurücklaufe, ja, dann kann ich zu der Höhle. Aber erst gucken wir uns die blutigen Hände an. Hellisch. Herrlich. Kannst du die mitnehmen? Anfassen? Yeah, I'd rather not touch it. Oh, natürlich nicht. So, ich werde noch ein bisschen Chili Vanilli machen und bis dann, Lilly. Ja, bis dann, Tommy. Schön, dass du reingeschaut hast und viel Spaß beim Arbeiten noch. Bis irgendwann, mein Lieber. Guter kleiner Tommy-Bär. Ew. I can't reach it. Das wollen wir auch gar nicht, dass du das anfasst. Kannst du da runter? Nee. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Nun. Wartet mal, hier hinten war doch dann auch noch so eine Höhle. Kann ich da irgendwie hin? Moment. Nee, jetzt ist das Herz wieder da. Wieder zurück. Da, die meinte ich. Nee, das nützt mir nichts. Schwierig. Hier komme ich bloß wieder ganz raus. Das will ich ja nicht. Moment. Hä? Also ja, wartet mal, jetzt bin ich bei den Augen. Da ist wieder das Herz. Da bin ich ja schon reingekommen, ne? Ja, da will ich hin, aber wie komme ich da hin? I can't reach it. Da bin ich eben schon rein, da komme ich ja nicht weiter. Ich komme nicht weiter, Freunde. Muss hier offenbar den richtigen Weg gehen. Wie kann ich hier übrigens lang? Ah. Jetzt bin ich da. Und jetzt bin ich wieder da. Und dann bin ich wieder dort. Oh, WTF, ey. Dann gehe ich nochmal da lang. Ah, und dann bin ich hier.
Ah, guck mal. Was haben wir hier? Eine Nase. Disgusting. Da wird es auch noch weitergehen. Oh nee, jetzt bin ich wieder hier. Nein, oh Scheiße. Zurück. Wieder zurück. Wie bin ich denn jetzt zu der Nase gekommen? Ah, jetzt bin ich. Nee, wo bin ich denn jetzt? Kann ich da? Nee. Tja, ich weiß den richtigen Weg nicht, Leute. Da ist wieder die Nase. Können wir mal hier noch lang gehen? Da wollen wir noch nicht. Kann ich da? Geht's da nicht weiter? Nee. Aber gibt mir hier irgendwas Hinweise darauf, wo ich langlaufen muss? Nicht, ne? Nicht so wirklich. Hier kommen wir nicht weiter. Keine Ahnung, Leute. Ein Gehirn. Nauseating. I think I'm gonna be sick if I have to look at much more of this kind of stuff. Aha. Aber wir probieren einfach weiter rum. Irgendwann werden wir schon mal ankommen. So, sind wir jetzt? Da kommen wir nicht hin. Jetzt sind wir hier. Kann ich hier noch weitergehen? Da komme ich ja nicht hin. Da wird es einfach mal immer hin und zurück. Ah, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Yikes. Yikes. Da geht's nicht weiter, ne? Nee, ich könnte hier jetzt lang gehen. Da ist wieder die große Nase. Geh zurück. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Hallo? Das Problem ist, dass es sich jedes Mal verändert, wenn ich dahin laufe. Oh, keine Ahnung, Leute. Ich habe mich inzwischen so verlaufen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier hin muss. Jetzt mal wieder bei den Augen. Ah. Ah, das ist nicht neu, okay. Hatten wir das schon? Glaube nicht. Gehen wir da mal lang. Doch, da waren wir auch schon. Scheiße. Oh, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, ich brauche jemanden, der mir den Weg sagt. Vielleicht kann ich noch mal rausgehen und die Kannibalen helfen mir oder so. Ja, ich gehe noch mal raus. Ich glaube, ich brauche hier noch irgendwen, der mir den Weg erklärt. Weil so komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Tja. Okay, gehen wir mal zum. Nee, wisst ihr was? Ich gehe erst noch mal kurz zu dem Typen. Hallo? Guybrush? Ah, danke. Ich gehe noch mal kurz zu diesem Typen, zu diesem Toothrot oder wie der heißt. Vielleicht kann der mir ja was sagen. Und ansonsten probiere ich es noch mal bei den Kannibalen. Ob die mir eventuell was sagen. Ansonsten wüsste ich jetzt echt nicht, wie man darauf kommen soll, wo man da genau langlaufen soll. So, da müsste da jetzt gleich wieder kommen, genau. Hi! Bothered a bit by the fact that you waltzed right into my home without bothering to knock. Hier ist keine Tür. Well, that's okay. Next time be more careful. Nee, der sagt mir nix. Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. Okay. Ach Mann. Man muss echt vorsichtig sein, dass man da nicht aus Versehen mal. Aber jetzt hat der Typ ja seinen Bananenpflücker wieder. Pflückt er jetzt da am Strand eigentlich Bananen die ganze Zeit dann oder wie? Geh mal dahin. Nee. Brauchen wir ja auch nicht mehr. Na gut, dann zurück zum Boot. Und nochmal zu den Kannibalen. Wir brauchen auf jeden Fall einen ja, Führer oder sowas, der uns da durch diese Höhle führt. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir da durchkommen sollen. Also auf gut Glück einfach rumprobieren. Da probierst du dich ja dumm und dämlich. Aber wenn ihr noch einen Tipp für mich habt, könnt ihr den gerne mal raushauen. Also nicht unbedingt jetzt die Lösung, aber gerne ein Tipp, wenn ihr möchtet. So, die haben ja gesagt, wenn wir noch mal irgendwas brauchen, können wir die fragen eigentlich. Ach, guck mal. Ja, da ist eine Sache. Ich brauche ein Schiff, Geld, viel Geld. Nein, ich bin, glaube ich, bin glücklich. Ich suche jemanden. Trademark. Hoppla, dann bin ich auf der falschen Insel. Ich suche 30 tote Kerle und eine schöne Frau. Okay, Spezialtrank also. Was ist denn in diesem Spezialtrank?
Mist. Der Chuck hat die Wurzel geklaut, so ein Verbrechen. Ja. Ja, wir waren dort. Hat euch denn das Gewerbeaufsichtsamt geschlossen? Und dann kam der Chuck und alles war vorbei, richtig? Klingt stark. Darf ich es mir ansehen? Ich habe es mir schon angesehen. Könnt ihr nicht einfach runter und ihn davonjagen? Okay. Bitte, was steht da? Wartet mal, kann man das irgendwie? Was? Ach, sagt schon, ich habe euch das Idol gegeben. Abdi-Ruine, blablabla, Katakomben. Das heißt Katakomben irgendwo. Katakomben. Aber das ist ein K.O. zu viel. Kann ich denen nicht einfach das riesige Wattestäbchen geben? Tja, nun komme ich schon wieder nicht weiter. Lass mal überlegen, was könnte man dem denn jetzt opfern? Vielleicht will er ja einen Pfefferminz. Nein? Ah, warte mal, gib. Nein? Gib? Nee. Hmm.
Ich habe keine Ahnung. Also wir brauchen das Ding, was die da haben, um zu navigieren. Jetzt ist die Frage, was geben wir denen dafür? Geh noch mal kurz raus und wieder rein. Vielleicht reden die dann nicht mehr. Doch, tun sie. Ach, Mann. Wir können dem Affen irgendwas opfern. Ich denke ja immer noch, dass wir den in die Luft sprengen müssen. Können wir denen vielleicht das Schießpulver geben? Ich probiere jetzt einfach alles aus. Okay, das wollen sie nicht. Die wollen nix. Ja. Aha. Kopfarbeit. Moment, ich will mal was ausprobieren. Benutze. Nee, wartet mal. Kann ich... Nee, warte. Kann ich nicht Sachen miteinander kombinieren? Die wollen also nicht den Kompass, aber den Kopf wollen sie doch auch nicht. Blablabla. Das wollen sie auch nicht haben. Ich probiere jetzt einfach alles aus, Leute. Ich weiß gerade nicht, was die von mir möchten. Habe ich das schon probiert? Oh, die Nerven mit ihrem... Ja? Oh! Okay. Good luck mit LeChuck. Okay, der musste sein, Leute. Der musste einfach sein. Okay, wir haben den Kopf. Wunderbar, das freut mich. Dann können wir das nächste Mal die Wurzel holen. Ich würde da jetzt gerade mal noch schnell hingehen. Wieder zur Lichtung. Und dann die Folge beenden, weil nämlich schon wieder die Zeit um ist, liebe Freunde. Aber das machen wir eben fix noch. Dann sind wir beim nächsten Mal gleich vor Ort quasi. So. Dann müssen wir hier hin. Und dann noch zur Lichtung, wie gesagt. Und da müssen wir dann wahrscheinlich den Kopf in der Höhle benutzen, oder was? Mal gucken, wir probieren das dann einfach beim nächsten Mal aus. So.
Oder einfach den Kopf halt benutzen, ne? Wahrscheinlich. Schauen wir mal dann. Okay, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, bleibe ich hier stehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge Monkey Island oder The Secret of Monkey Island wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.